Herzlich willkommen zurück zur Let's Play World of Tanks und natürlich weiterhin mit Steiner und jetzt auch dem Björni. Einen wunderschönen Björni. Genau. So, der Björni ist jetzt von der Arbeit da und jetzt wird gerockt. Ja, wir werden doch mal hier mit den Kleinen fahren. Hat vorhin Spaß gemacht in der letzten Folge und deswegen machen wir es nochmal. Die Runde war nett. Kann natürlich jetzt zum Gegenteil werden. Oh, da lasse ich mich nicht von irritieren. Wir waren vorhin auch die Kleinsten und waren die Besten. Von daher, es geht eigentlich, ne? Schon gut ausgeglichen. Ja. Tja, mit den Kleinen fahre ich natürlich den Berg, ne? Hoch. Willst du? Ja, gerade Nullerlinie, ne? Das war da oben zumindest vielleicht ein bisschen aufdecken können oder so. Hast du jetzt eigentlich bei dem jetzt eine 50er oder hast du eine 75er Mannschaft? Ne, 75. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die kleinste, ne? Ja, ich habe jetzt noch die kleinste, weil das wird halt einfach nur so mal schnell durch ein paar Runden. So ist es durch, genau so ist es. Ja. Aber die Gun, die du drauf hast, die ist schon lustig, ja? Ja, die macht Spaß. Hat vorhin sich vom Panzer gestellt und der hat einmal geschossen und Steiner 5 oder 6 Mal. Also das ist schon übelst geil. Und im Endeffekt machst du ja dann den gleichen Schaden. Jo. Ja, oder sogar mehr. Ne? Überleg mal, wenn ich jetzt... Genau. Du hast auch 2, noch was Sekunden, 2,5 oder sowas. 2,57. Naja. Ja. Und... Rechne mal hoch, wenn der andere so 10 Sekunden im Schnitt zum Laden braucht, da haust du 4 Stück durch, 70 Schaden, 280, also das ist schon ordentlich. Wenn du 300 Schaden machst. Und bei den Kleinen, ich hatte gerade rausgetappt. Weg. Ja, also ich finde es geil, so schnelle Ladezeiten. Ich wünsche mir, das würde immer so sein. Gerade wenn die Geschütze nicht so viel Schaden machen, dass das dann einigermaßen ausgeglichen ist und dass du dir dann auch mal überlegen kannst, was spiele ich denn? Einmal einen richtigen Wummer. Oder einmal ein bisschen weniger, aber du hast halt schnellere Ladezeiten. Ja, das ist richtig. Ja, deswegen, da freue ich mich jetzt drauf. Wenn es gut ist, Ende des Monats könnte ich den WT-100 auf E-100 haben. Da bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Ja, ich möchte jetzt so ein bisschen mit auf das Jagdpanzer Ding. Gehen. Ich möchte nicht 2 schwere Panzer später fahren. Ich möchte später... ein Jagdpanzer oder irgendwas anderes fahren, Björn. Weißt du, der KV-1, die schweren, das reicht schon. Ich möchte mal ein bisschen was mit schnelleres oder entspannteres fahren. Weißt du, man muss bei den Deutschen so aufpassen, ja. Dich braucht ja nur einer anfurzen, dann bist du auseinandergerissen. Naja, das ist besonders bei den Jagdpanzern. Wie gesagt, ich fahre ja nur 2 Linien. Ja, aber da bleibst du ja hinten. Ja. Genau. Aber bei den schweren Deutschen, da stehst du ja vorne, aber du kriegst vom KV-1 einen Schuss. Ja, da kannst du dann Ersatzteile auf dem Feld aufsuchen. Ja, das ist wohl wahr. Ne? Da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen, aber zum Beispiel, ich kann jetzt sagen, bei dem dem großen Panzer, den ich jetzt habe, dem Vierer, ne? Wo kommst du ran? LOL! Was war denn das? Der hat aber einen reingedrückt, oder? Der geplatzt ist gleich. Oh! KV-1S, oh! Siehst du, ich bin Opfer Nummer 1. Die haben mich gesichtet. Ja gut, kein Sechster sind nix. Guck mal, ich bin schon gleich durch. Siehst du, wieder mal, ich fahre mit dir zusammen. Ja, und dann kommt so eine Nummer. Ging nicht durch. Ging nicht durch. Ich komme doch nicht mal hin. Oh, der ist lila, der Typ. Ah, siehst du, schon bin ich das Opfer. Der hat mir aber einen gegeben eben. Ja, der mir auch. Hier muss der Hetzer machen. KV-220 bin ich nicht durchgekommen. Der Kastenwagen, den ich auch habe, weißt du? Ja, haben wir doch mal gehabt, dieses komische Ding da. Ja. Den hab ich zum Beispiel vorne weggeballert ohne Ende. Bam, 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 bam. Ja, gut, der hat ja keine Panzerung, also. Eben. Ja. Kommst du da hin? Nee. Ich auch nicht. Nee. Trau mich gar nicht mehr. Ich trau mich nicht. Ich muss sagen, zu dritt ist es unterhaltsamer. Ja. besonders wenn Steiner nicht macht oder. Bitte? Naja, meinst du jetzt? Jetzt hat der Penner geschossen, jetzt kriegt er einen. Eins, was da gestern abging. LOL! Direkt davor und ich hab sie nicht mal angekratzt. Nicht durch. Wollt er mich eigentlich verarschen oder was? Na gut, hier ist der Turm schwächer. Ne, die Wanne ist schwächer. Okay. Hier, wir machen wieder prima Ballerina hier. Also ich habe jetzt eins festgestellt, Kevin, was sehr, sehr cool ist, wenn du Jagdpanzer fährst. Du weißt ja, wer deine Hassgegner sind, ne? Ja. Das heißt, die dich ja trollen können. Einfach mal um den Kreis fahren und ich habe mir jetzt entschieden, die, genauso wie du auch, die Panzerlinie zu vernachlässigen. Also Heavy, sie macht Spaß, aber ich muss ganz ehrlich sagen, warum nicht einfach mal die Rollen wechseln, weißt du? Genau. Ja, da komme ich jetzt ran, da hier. Komm, die Panzerlafette auf. Nein! Geplatzt!
Wer war das? Jesu, ne? Nee, der M6 war das. Oder? Ja. Oder Jesu. Au. Nee, M6 hat mich. Ja. Mich hat Jesu. Ja, das ist halt so, ja. Ist halt Papier, ne? Und der Klasse. Ja. Sehr unterhaltsam, nicht einmal Schaden verteilt. Ich auch nicht. Wohlmerkt, Top Gun, ne? Muss ich auch mal so sagen. Los, deck da auf, Leute. Los, Hellcat. Deck einfach auf. Sehr schön, den hat er weg. Da brauche ich mich. Da ist er. Oh, da hinten kannst du jetzt. M3 Lee, den kriegst du mit einem Schuss weg. Lol, der fährt ein Stück, weißt du? Hm, Mama, ich lecke wie Sau. Aber nicht am Eis. Ja! Sehr schön. So kleiner Pisserjunge, da habe ich dir ins Gehirn gepiept. Pass mal auf, mein Freund. Hetz dir nicht so rum, bitte. Hetz nicht so rum. Echt? So, was mache ich denn jetzt? Ich will mich gar nicht bewegen. Ne, ich bleib hier stehen. Das ist mir scheißegal. Ich bin Jagdpanzer. Macht Gas, Leute, ja? Ihr seid alle meine... Wir sind alle da drüben. Ihr seid alle da meine... Da kommt nichts mehr bei dir. Nougat-Schnitten. Nougat-Schnitten, genau. Bergab. Aber, weißt du, was ich geil finde? Ja? Das möchte ich gerne mit dem Auto, ja? Guck dazu. Oder jetzt erstmal hier fett ihr, ne, Brummkreisel drehen. So. Ja, Bernie, Junge, Bernie! Den Björni machen oder was? Ja, erstmal hier ein Burnout hingelegt. Immer einen schönen Kreiser. Es ging früher nur mit der Mofa so gut. Eins. Ja, das stimmt. Mit der Mofa ging das am besten. Nicht mal mit dem Motorrad ging das so gut. Gibt's überhaupt noch Mofas? Ja. Oder Roller, ne? Ne, bei uns fahren ganz viele Jugendliche wieder Mofas. Weil erstens wirst du nicht so oft kontrolliert mit den Dingern wie mit dem Roller. Auf dem Roller haben sie einen Cookie. Ja, ja, natürlich, klar, wenn der Aprilia draufsteht und dann noch ein gebogener Auspuff dran ist, ja, dann ist er heiß. Dann ist er heiß. Frisiert. Ende, bam. So, und bei einer Mofa gehst du bei und machst ein anderes Ritzel drauf. Und du kriegst ja nicht mal so eine große Strafe bei einer Mofa. Das dann ist es ja. Naja, gut, es ist ja auch ein motorisiertes, wie läuft, unter welchen Wagen läuft das denn? Nicht unter Kleinmotorrad? Das müsste halt, glaube ich, noch einen anderen Namen, ne? Ja, erstmal musst du ja jetzt richtig aufpassen, ja, wenn du jetzt sowas anmelden willst, Björn. Ja. Gibt's jetzt ja nur noch schwarze Nummernschilder. Ach so. Das haben sie jetzt ja auch neu gemacht, um dass das besser erkennbar ist. Auch scheiße, Kevin, du fährst falsch rum. Ich wollte ja gar nicht fragen, aber du hättest auch hinten rumfahren können, aber. Kann ich hier nicht durch den Fluss fahren? Könntest du, aber dauert länger. Echt? Dann fahr mal Unterhaltung hier. Unterhaltung, und da rutscht er. Weißt du, irgendwann, weißt du, das müsstest du so machen, wenn du zu. Neigungswinkel zu, nach unten zu weit ist, dass du mit der Kanone im Sand bleibst. Du aber, wurde dann voll aufgebockt. Ja, genau. Wo du mit deinem KV mal hängen geblieben bist, aber tröste dich, das ist mir auch mehrmals jetzt passiert auf einigen Maps. Also, KV1 und so, das ist so nervig, das Ding. Auf den Karelien ist mir das passiert, wenn wir da hier in diese Einnahmegefecht sind, ne? Ja. Wir fahren oben auch über die Nullerlinie rüber. Da kannst du ja auch durch, da ist ja so dieser, um diese beiden Steine wie so eine Flanke, dann kannst du da auch runter, aber das ist genau auch hier wie so eine Schieferplatte. Genau. Und das hat dich dann gleich weggewämst. Sehr nice. Und dann hinkst du da. So, komm, ich will noch ein paar Punkte holen. Komm. Und ich stell mich. Komm! Oh. Und ich stelle mich neben den KV1, nämlich direkt dahinter. Ach, wir haben gewonnen. Scheiße! Ich habe gedacht, ich könnte auch ein paar Punkte machen. Ach so, trotzdem. Ja, 343 EP, Donnerwetter für einen Kill ist ganz schön wenig. 590, aber auch nur, weil es der erste war. Ich habe 4 direkte Treffer, 2 Wirkungstreffer, 310 Schaden. Björn hat 3 direkte Nullwirkung, genau. Und Steiner hat 4 direkte Treffer, 1 Wirkungsschaden, Wirkungstreffer, aber keinen Schaden gemacht. Schon ein bisschen komisch. Das kenne ich sogar gar nicht mehr. Ist schon etwas komisch. Ja, nächste Runde IS, würde ich sagen. Nehmen wir jetzt den großen. Gut, ich bin eh nur Beifahrer, bis ich 5000 EP zusammen habe. Und dann geht das Ding eh erst los. Ja, also das heißt, es kommt ja drauf an. Wenn die natürlich die du jetzt drauf hast. Ganz vergessen. Frag mal Steiner. Frag Steiner, ich komme durch keinen Panzer durch.
Warte mal, ich kann mal kurz gucken hier. Also ich kann es jetzt doch sagen, ich habe ja jetzt bei dem Großen auch die große 12-8er freigespielt und du merkst deutlich den Ich habe jetzt 120, 161, 43 Durchschlagskraft. 160, ja, okay. 160, 280 mittlerer Schaden. Das ist alles. So, und jetzt muss ich aber erst 12.000 EP farmen, ist sogar das Billigste, um den großen Turm zu bekommen. Und dann kann ich die Gun draufbauen von dem KV-1S. Und dann gibt es nochmal dieselbe Gun, nur mit schnellerer Nachladezeit. Okay, ja, ich sehe es gerade. Ja, ja. So, das oder du nimmst blöd. Halt die größten, die anderen Guns. Da weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich auch irgendwann die 100mm, weil die macht nämlich auch 330 Schaden. Ja, ja, ist halt wie gesagt, da bis aber da muss man, das muss man sich ein bisschen rausfummeln. Ja, ja, aber so zum Beispiel bist du wirklich bei der IS-3 zum Beispiel, da ist die Top Gun eindeutig diese BL-9, die ist, die tut auch richtig Aua. 390, aber die hat halt auch super, super Penetrationswerte, 225, das müsste dann schon Spaß machen, ne? Ja, ich möchte unbedingt dieselbe Gantling wieder drauf haben wie bei dem, ja, beim KV-1S. Genau, weil die war einfach genial. Ja, wenn ich, wo ich alleine gespielt habe, die EP gefahren, weil du hast ja immer mitgekriegt, wenn ich online war. Also ich habe 2.000 bis 2.500 Schaden gemacht, jede Runde. Also es war so krank, das Ding ist so, boah, übel, einfach übel, weil du kommst überall durch. Du kannst auf den Turm schießen, du kannst den auch ins Gesicht schießen und du triffst immer. Du machst immer Schaden. Gerade wo nachher meine Crew auf 100% war oder 110 und ich die abgedatet habe und dann habe ich hier Ladedingens genommen, dass wenn ich unter 10% Leben bin, ich ja danach lade oder einen Doppelschuss habe und dann hier sechstes Sinn und ach, also ein Schnickschnack habe ich da reingesaut. Wo willst du denn hin? Ich fahr zum Turm. Okay, wir fahren auf die andere Seite. Rapunzel holen oder was? Rapunzelturm. Ja, fahrt ihr dahin? Ich fahr hier hin. Okay. Das macht ja, nichts. Also es ist, wo ich mich drüber aufrege, ist einfach, wie kann ich einen größeren Panzer bekommen, aber weniger Bumm. Weißt du, wenn sie eine Gatling größer genommen hätten, die wenigstens ein bisschen Schaden macht, also ein größeres Rohr, dann wäre das doch okay gewesen. Ja, das stimmt schon. Ja gut, das hast du aber bei den Deutschen nicht. Du übernimmst da nicht größtenteils immer die Pack oder die entsprechend vom Vorpanzer. Das muss man sagen, das haben sie auch besser gemacht. Also das vom Tech-Tree. Und wie gesagt, ich kann nur eins sagen, die Schwein, also diese 12-8er, die auf dem Waffenträger, die jetzt auch auf dem Großen dann sitzt, ne? Ja. Nur halt nicht mit Trommelmagazin. Scheiße. Alter, einer der besten wirklich ganz, da kommst du durch alles durch. Du brauchst kein Premium eigentlich, noch nicht mal beim KV. Du musst natürlich die Weakspots kennen. Oh, was kommt denn da? Komm, gleich mal Hallo sagen. Hallo. Ah! Und es tat weh. Oh, hinter mir ist gerade eine Art hier. Oh, ich bin gesichtet worden. Du auch, Steiner? Nein. Das ist aber beschiss. Ich bin hier quasi so inkognito. Inkognito? Okay, aber dann ist das Gute, sie rechnet nicht mit Zweien. Richtig. Ich hätte ja doch den Neuner mitnehmen können, ich dachte sehr. Da fliegen sie wirklich schnell. Warum habe ich jetzt hier wieder kein Reparaturkit, Steiner? Ist weg. Ja. Was? Ich sag ja, auf automatisch auffüllen immer machen alles. Ist weg wieder. Was soll der Scheiß? Oh. Man munkelt. Also ich fahre hier vorne zwischen hier den Bäumen nochmal runter. Halte da, guck mal, ob ich da an der Ecke was abgreifen kann. Weißt du? Rechnet jetzt keiner mit mir. Hier zum Beispiel. Hier noch der andere WT, wie ich gesehen habe. Oben am Haus ist keiner, das wundert mich ja schon wieder hier. Ja, ja doch, du meinst, da oben ist da noch jemand. Garantiere ich dir sogar. Gucke, der AMX ist dahinter. Dahinter, sind, ja. Ja, ja. Und da steht auch mein neuer Neuner, den ich dann arbeite. Den T54, da kommt was. Komm, mein Freund, komm. Ab wenn die Zeit läuft jetzt scheiße, ne? Mit Wasser. Ich fahre nämlich hier gerade durch den Fluss. Und das kann ich nicht abschießen. Nein, ich komme nicht ran. Als auch gerade sehr dreist. Alter, ich hab voll die Schräglage. Das ist nicht lustig. Schräg? Schräglage. So, jetzt bin ich nämlich da. Kommst du an den T54 rein, oder was? T54 hinten, lol. Ja. Darf ich das? Jetzt bin ich aufgedeckt. Von was auch immer. Ich denke mal, da drüben der WT-54, ja, der ist ja auch so ein Noble-Scout, ne?
Haben wir ja gehört. So, da oben hier, den kriegen wir noch rein. Ah, die schießen. Ah, oh, ich komm nicht ran. Ja, ein Schuss, bin tot, Arti. Okay, ich bin aber auch aufgedeckt, aber da warst du jetzt der... 886 Schaden. Ja, wahnsinnig jo, viel für dich. Schon mal wieder, wie vorhin mit einem Schuss vom T-30. Ja, okay. 500. Komm da nicht ran. Ist da was, fickt euch doch alle. Komm da nicht. Hab ich auch gesichtet. Jo, jetzt bin ich ran. Aber gleich geflüchtet hier, mein Freund. Jetzt muss ich mich ein bisschen bewegen hier, weil sonst Arti, ne? Arti. Berg ist das immer Käse. Ich hab nicht meinen Schuss abgegeben. Oh, Arti. Jo, null. Ich mich. Null. Wie die auch mein Gitter ist weg. Weißt du, dieses Netz, was ich da drauf gemacht habe und so. Tunnels. Ja, das ist alles weg. Das kann vielleicht sein, dass du das auf dem anderen. Du kannst jetzt durch die Mod, das finde ich sehr cool eigentlich, durch die habe ich jetzt auch wieder drauf, teilweise. Wenn du da diese Module austauschen per einen Klick drauf hast, dann ist das jetzt irgendwo auf einem anderen Panzer drauf. Du brauchst so Doppelklick auf dieses Dreikästchen machen, dann holt er das vom anderen runter. Muss das nicht mal ein- und ausbauen. Ja, das ist ja auch. Alter! Lol, was bist du denn für ein Volldepp, Alter? Der fährt Baden. Lässt sich ab. Das ist ja auch alles ganz okay, Björn, aber ich habe den vorhin erst ausgestattet komplett. Und es ist alles weg. Ja. Was für ein Feigling hier. Was für ein Feigling, nehmen wir. Ja, gleich reporten. Was hat er gemacht? Ist abgesoffen. Freiwillig, absichtlich hat er sich da jetzt umgelegt. Und warum? Ja, weil er nicht ganz dicht ist. Ah, was ist Kiddies. Das denn für ein Spacken? Ja, Kiddies. 91. Was Rain 91. Du bist der Idiot. Eben. Rain 91. Ja, wir gehen raus und wir sagen wieder vielen Dank fürs Einschalten bei World of Tanks. Jo. Und bis zur nächsten Runde. Tschüss. Ich war gerade ganz im